Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier von Plants vs. Zombies Nummer 2. Ja, ich nehme die Folge gleich nach der nächsten auf, deswegen kriegen wir den Boost jetzt nicht. Aber, hä? Wir haben das eine Level schon gespielt für den epischen Auftrag? Ich schließe jede Stufe der epischen Auftragsreihe ab und hole dir eine fantastische Belohnung. Ich kann mich nicht erinnern, das Level schon gespielt zu haben. Wir haben scheinbar durch Zufall das erste Level schon gespielt? Okay, das ist komisch. Ich habe das nicht gespielt. Okay, wir sind in der Eiswelt. Oh, das heißt, wir werden schubsen. Ja, in der Eiswelt ist Schubsen einfach perfekt. Holen wir uns den da dazu? Ja, nur, aber nur einmal. Die holen wir uns nicht doppelt dazu. Ich würde die gerne mal wieder mitnehmen. Wobei ich die auch unheimlich gerne mag. Komm, wir nehmen die mit. Das ist zwar in der Eiswelt nicht so die beste Idee, weil die werden uns jetzt dann einfrieren. Ah, dann können wir die nicht mitnehmen. Wir haben ja nur wieder eingefroren. Nee. Das ist doof. Schade. Aber wir werden eingefroren. Das ist nicht gut. Dann nehmen wir das noch mit. Ach, schade. Habe ich ganz vergessen, dass wir hier ja eingefroren werden. Nee. Vielleicht war es zufälligerweise die im alten Ägypten. Also wir müssen in der letzten Folge scheinbar ein Level gespielt haben, das genau dafür da war. Weil das ist Tag 1, da werden wir doch nicht wirklich eingefroren, oder? Ach, Level 1! Wir müssen erstmal die Level 1-Welten spielen. Dann war das Ägypten Level 1 wahrscheinlich. Und das war zusätzlich auch eine Dia-Quest. Ach so. Ja, und zusätzlich wiederholen wir damit natürlich auch nochmal Welten, weil das die ganz normalen Welten sind. Ja, so kommt es einem natürlich vor, wenn man mehr Pinatas kriegt. Wenn man dann das gemacht hätte und hätte automatisch eine Pinata bekommen. Ja, aber hier werden die noch nicht eingefroren. Dementsprechend hätte ich das schon machen können, mit der anderen Pflanze zu arbeiten. Ah, jetzt ist es auch schon zu spät. Jetzt ist es wurscht. Wir boxen uns das jetzt. Wir boxen uns da jetzt einfach durch. Jetzt noch die Extrasonnen. So. Und dann gehen wir da einfach zunder. Kein Problem. Überhaupt kein Problem. Machen wir halt dann im nächsten. Machen wir in der nächsten Welt. Ich will einfach manche Pflanzen, und so gerade so spezielle Pflanzen, die man eigentlich relativ selten spielt, weil sie einfach blöd zu spielen sind, die werden wir da dann einfach, bringen. Ist halt die Frage, welcher Pflanze wir jetzt arbeiten? Der Feuer oder mit der Schubs? Allzu sehr will ich sie eigentlich gar nicht schubsen. Sie dürfen ruhig ein kleines bisschen noch vorkommen. Also mach mal die Feuerpflanze. Weiß gar nicht, wer mehr Schaden macht. Vermute mal die Feuer. Kannst nicht sagen. Mal machen wir da noch schnell zu, vorsichtshalber, falls sie doch mal... Was? Alter. Wenn sie doch mal so weit kommen würden? Doch gar nicht auf Pause gedrückt. Was soll das denn? Hab ich doch gar nicht gemacht. Das war ich nicht. Ganz sicher. Mann. So. Sonnen haben wir genügend. Das Level ist aber auch schon vorbei. Das heißt, es sprengt den da noch. Und dann hat sich das erledigt. Sehr schön. Okay. Gut. Auf dem Weg zu 50 Diamanten. La 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 la. Sehr schön. Ich bin gespannt, ob ich die asiatische Version überhaupt noch zum Laufen bekomme. Die schon so lange nicht mehr gespielt. Okay. Aber ich vermisse so ein bisschen die Belohnung für das, dass man generell die Reiseklotz-Sachen gemacht hat. Man hat ja dann immer noch Reiseklotz-XP dafür gekriegt. Okay. So. Und ihr habt gesagt... Ach, guck mal. Irgendeine Pflanze hat es uns rausgeworfen, ne? Ich weiß noch nicht, welche. Irgendeine Pflanze, die wir jetzt hier nicht hätten verwenden dürfen. Okay. Ich verwende die, weil ich finde die ziemlich cool. Ich weiß nicht, welche Pflanze das war. I don't know. Ist mir wurscht. Ach, die Auftaupflanze wahrscheinlich. So. Das ist der erste Tag im Wilden Westen. Da kommen da eh noch nicht so viel. Ich ignoriere jetzt die zwei Reihen einfach komplett. Ich will jetzt einfach wirklich alles gleichmäßig aufteilen.
Deswegen ignoriere ich das jetzt einfach mal. Ja, beschleunigen wir. Und ein Diamant. Sehr schön. Beschleunigen. Und schauen, dass wir das Level so schnell wie es geht hinter uns bringen, oder? Dip, 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 dip. Und vor allem müssen wir halt schauen, dass wir schnell Sonnen sammeln. Da ist ein neuer, das ist kein Problem. Ist perfekt, dann können wir nämlich da jetzt so extra Sonnen sammeln. Denn die brauchen wir. So. Der wird irgendwie nicht geschubst, ne? Jetzt, oder? So, aber es braucht ein bisschen, bis die aufgeladen ist, die Pflanze. Deswegen dauert eine Weile. Das ist die erste, die zweite Stufe, genau. Und das ist die letzte Stufe, perfekt. So sollten die alle sein. Und damit rumsen wir die alle weg. Wupp, wupp. Oh, noch ein Diamant. Oho. Wir sind im Diamantenfieber. So, nochmal Sonnen. So, sehr schön. Und die letzte Welle rumsen wir damit jetzt gleich weg. Komm, wachs aus. Schneller. Ist das die letzte Welle? Ja. Batsch. Batsch. Sehr schön. Ich mag die Pflanze. Die ist toll. Die ist richtig toll. Die ist richtig nice. Man kann sie natürlich auch in niedriger Stufe schon abfeuern, aber da macht sie nicht so viel Schaden. So. Kannst du mir nicht jedes Mal einen Reiseklotz zurückschicken? So, welche Welt dürfen wir jetzt die erste Stufe machen? Die hier. Ah, da passt die Pflanze doch richtig gut dazu. Wieder mit Schubsen? Schon, ne? Schubsen ist immer gut. Ja. Die lädt aber, glaube ich, relativ langsam auf, ne? Das heißt, wir bringen die noch ins Spiel. Und wir bringen das noch ins Spiel. Wir brauchen mehr Sonne. Okay. Auf geht's! Das wird richtig gut! Lasst es knacken! Das sind jetzt erstmal nur die ganzen Eins. Und ich bin mal gespannt, was dann... Weil wir könnten die ja schon setzen, ne? Aber ich weiß nicht, ob sie das alleine schaffen würden. Wenn wir nur die hier pflanzen und die da ganz aus dem Spiel lassen. Ich glaube nicht, dass sie das schaffen. Aber wir können ja mal gucken. Ich vertraue dir jetzt einfach mal, der Blume. Dass sie das ganz alleine schafft. Bauen wir hier einfach so eine Bum-Lane auf. Ja, da haben wir den Dünger. Pustepflanze, die ich mitnehmen soll. Die Pustepflanze hätte ich mitnehmen sollen. Verdammt. Sonnen haben wir genügend jetzt, das ist gut. Ja, ne? Und wieder ein Diamant! Wuhu! Können wir die da schon wieder aktivieren. Und gleich nochmal. So. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Reihe hier brauche. Kommt der nächste Dünger. Oh, jetzt könnte es interessant werden. Yo, das geht voll ab, Mann! Und ich schaff das! Ich hatte gerade überlegt, ob ich die zünden soll. Das Bäumchen. Alter, das hat voll funktioniert. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das so gut funktioniert. Okay, nice. Okay, nächstes. Noch ein Level 1er. Wahrscheinlich. Gucken, ob das... Ja. Oh, wow. Das dürfte ja richtig schwer werden. Yay. Es wird richtig schwer werden. Ach, mal nur Pflanzen aus der Welt? Oder fast nur Pflanzen aus der Welt? Nee, die braucht man gar nicht. Oh, ich habe eine Idee. Wir werden die hier benutzen. Wir werden die hier benutzen und geben uns den kleinen Boost für den Anfang. Und dann holen wir uns noch die... wo ist sie denn? Die da dazu. Und die ist ja auch billiger geworden. Huch. Grabfresse hätte ich mitnehmen sollen. Verdammt. Aber das könnte gut funktionieren. Das könnte sehr gut funktionieren. So, warte. Die setzen wir gleich. Damit uns die Sonder holen.
Ja, weil die ist ja auch verstärkt worden, die da. Die kostet ja jetzt auch weniger. Gleich mal dahin. Also passt das ja eigentlich. Wenn man es die Sonnen... Gar nicht geguckt, wie viel Sonnen das jetzt ist. Wie viel kommen denn da raus? 100? Okay. Wow. Kommt einiges raus. Okay. Das ist gut. Das sind 100 Sonnen, die da drin stecken. Das ist ziemlich gut. Das heißt, wir können die auf alle Fälle aufmachen. Das ist nice zu wissen. So, den machen wir jetzt mal kaputt da. Holen wir uns schon mal den Dünger. Kann man immer brauchen. So. Ist halt eine schlechte Idee, mit der Pflanze zu spielen. Wenn wir in dem Level eigentlich darauf angewiesen sind, so viele Sonnen wie möglich zu haben. Oh, da haben wir den Grabstein erwischt statt den Zombie. Damn! Die ist nicht so gut. Die ist nicht so gut. Aber die setzen wir trotzdem. Weil mehr Dünger ist mehr Dünger, ne? Das ist gut. So. Also mehr Pflanzen, die den Düngereffekt benutzen. Oh, die one-shottet den mittlerweile. Normalerweise braucht die zwei dafür. Wow. Das ist ziemlich stark. Komm gleich nochmal. Da. Und da. Und da. Na komm. Ich hatte noch nicht genügend Sonne. So, jetzt Sonne. Ist natürlich in dem Level ein bisschen schwierig, weil es ein bisschen länger dauert, bis man an die Sonne rankommt. Und ich würde sagen, die letzte Welle machen wir mit Dünger weg, oder? Würde schon sagen. Plupp, plupp. Den können wir schon mal wegmachen. So, da kommen auch schon die nächsten Sonnen. Oh, das ist gut. So, machen wir da mal auf. Da. Da räumen wir auf. Da räumen wir auf. Da räumen wir auf. Oh, wie es nur noch plupp macht. Da machen wir den Grabstein mal weg. Den machen wir auch mal weg. Weil wir können den ja jetzt schon mal nutzen. Wow. Wow. Wie das aufräumt. Episch. Warte, komm. Kriegen wir noch eine mit rein. Sehr gut. So, und jetzt aufräumen. Die hat ja ohnehin schon so einen langen Effekt. Man muss halt nichts mehr machen. Man muss halt wirklich nichts mehr machen. Komm, kriegen wir noch eine Aufwertung rein. Das wäre ziemlich, ziemlich nice, wenn wir noch eine Aufwertung kriegen. Für die letzte Welle. Komm, 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 komm. Warte, machen wir so. Und nochmal. So. Und jetzt räumen wir auf. Jetzt wird aufgeräumt. Oh, jetzt wird aufgeräumt. Und zack, auf geht's. Wow, zerstört, zerstört, haben wir die, zerstört. Ach du Heiliger, das ist ziemlich cool. Die ist richtig stark, die Pflanze. Das macht richtig Spaß. Oh mein Gott, das macht halt richtig, richtig Spaß. Okay, ich würde sagen, die letzten 5 Level machen wir dann nächste Folge. Da machen wir jetzt hier noch eine, denn da braucht man nicht mehr viel. Eieiei, holla die Waldfee. Mhm. Pustepilze am Leben halten. Okay. Theoretisch könnte man das gleiche Level nochmal machen, aber ich weiß nicht, ob die damit weggeholzt werden kann. Ja, das ist wie falsche Pflanze für Sonnen. Ich weiß nicht, ob man die dafür so gut nehmen kann. Die nehmen wir auf alle Fälle mit. Dann nehmen wir auf alle Fälle ein Nüsschen mit, das gut was aushält. Nehmen wir das mit. Und dann brauchen wir halt noch direkt Schaden. Wir können die hier mitnehmen, eine Reihe. Ich könnte mir vorstellen, dass das ziemlich lustig würde, die mitzunehmen. Und dann nehmen wir noch eine Oh-Shit-Pflanze. Ja, eine Oh-Shit-Pflanze. Ich hatte überlegt, ob ich den Düngereffekt mitnehme. Ich habe den Grabfresser schon wieder vergessen. Neu starten. Wir müssen den Grabfresser mitnehmen. Ah, warte mal, die eine Pflanze haben wir auf Düngereffekt. Jetzt nicht mehr, weil ich auf Neustart geklickt habe. Ah, ich bin so dämlich. Doch, immer noch.
Dann haben sie das geändert. Das ist gut. Nehmen wir das Bömpchen raus. Nehmen den Grabfresser mit. Okay? Let's do it. Let's do it. Let's do it. Ja, Grabfresser ist einfach sicherer, wenn wir mitspielen. Es ist einfach sicherer. So. Da müssen wir einfach ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Nehmen wir die schon mal mit. Könnt ihr mir vorstellen, dass das gut klappen könnte? Könnt ihr mir das sehr gut vorstellen. Wird zwar schwierig werden, genügend Sonnen dafür zu bekommen, dass wir die überhaupt setzen können. Aber wenn wir sie aufs Feld bringen, dann Brustmahlzeit. Ah, stimmt, ich muss... Oh nein, jetzt habe ich... Boah, ich wollte den noch gar nicht nutzen. Ich muss den doch da drauf nutzen. Damit die nicht verschwinden. Oh. Hoffen wir mal, dass das jetzt kein Fehler war. Hoffen wir mal. So, jetzt ist halt blöderweise der noch da. Ja, kriegen wir schon hin. Das kriegen meine Pflanzen schon hin. Oh, nice. Da ist er weg. Gut. Extra Sonnen. Dünger habe ich noch. Das heißt, ich muss mich noch gar nicht so auf den Dünger fokussieren. Extra Sonnen sind immer gut. Wunderbar. Sehr schön. Okay. Ja. Nur? Es klappt. Hätte natürlich auch auf die hier spielen können. Und die einfach dann immer mit Düngereffekt benutzen. Aber passt schon. Dann machen wir da jetzt allmählich mal zu. Warte mal, wir können da mal sprengen. Damit wir mal die ganzen Düngereffekte kriegen. Die werden natürlich wahrscheinlich nach vorne geschubst werden. Ja, ist nicht schlimm. Ich will mir halt gerne eine Lane schon mal... Meine Lane schon mal absichern, wenn da jetzt nämlich dann gleich der... Genau, da kommen sie nämlich, die nämlich kommen. Dann könnte das sonst ein bisschen gefährlich werden. Weil der sonst alles kaputt macht. Wobei, die sind so weit hinten, die treffen den eigentlich gar nicht. Das passt. Das ist gut. Apropos, ich muss leider jetzt den Düngereffekt nutzen. RIP. Oh, okay. Alles klar. Ja, die Blaubeere regelt das, ne? Die regelt das richtig gut. Den müssen wir schon mal kaputt machen. Nur mal sicher gehen. Da machen wir auch dicht. Da ist die nächste. Da kommt ein neuer Dünger. Wir haben eh so viel Dünger. Da können wir jetzt richtig viele von denen noch pflanzen. Zack. Sehr schön. Ja, da dürften die Zombies jetzt keine Chance mehr haben. Dürfte jetzt richtig abgehen. Wuhuhu. Wie das abgeht. Kommen wir gleich nochmal eine. Zack. Gleich nochmal eine. Zack. Alter, wie die aufräumt. Die räumt richtig auf. Die geht richtig... Oh. Die müssen wir sicher safen. Da hätte ich jetzt beinahe nicht aufgepasst. Die wären jetzt beinahe disappeared. Hi. Guck dir das an, wie die aufräumt. Die räumt richtig böse auf. Komm, damit die auch einmal in Einsatz gekommen ist. So. Alter, die räumt voll auf. Wow. Die räumt richtig auf. Vielleicht sollte ich doch öfter mit der spielen. Wer weiß. Und damit haben wir aber die Mission auf alle Fälle abgeschlossen. Sehr schön. Die räumt ja richtig böse auf. Das ist ja richtig krass. Okay, dann holen wir uns die Pinata hier noch. Und dann war es das auch für heute. Ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Ciao.